Willkommen zu meiner neuen Serie. Wie viele Videos es werden, weiß ich noch nicht, kann ich nicht sagen. Es wird auf jeden Fall ein Pullover werden mit Klaviertasten. Das hier ist schon mal meine Stricknadel dafür. Mit der habe ich ja auch den Loop gestrickt und die Möbiusse gestrickt. Ja, und das hier ist die Hintergrundfarbe des Pullovers, also sozusagen die Hauptfarbe. Wir haben hier 100% Acryl. Ach ja, herrlich. Ich halte es in die Kamera und sage 80 statt 100. 400 Gramm. 1200 Laufmeter. Megaball. Das Ganze kann man, ich kann es jetzt schon sagen, weil ich es weiß, auf 40 Grad waschen. Ich habe nämlich diese Megaball ständig in Gebrauch. Ich mache es mal eben auf, was ich da schon alles mitgestrickt habe und gehäkelt. Halleluja, kann ich euch sagen. Also das Garn lohnt sich definitiv zu kaufen. Man kann damit so, so viel stricken. Ihr seht ja, das Ding passt ja kaum in die Kamera. Es gibt demnächst sowieso noch mehr Strickvideos. So ist nicht, ne? Hier ist ausgegeben. 10 mal 10 Zentimeter. Üff, kann ich es gerade. Ja, wir sitzen hinter der Kamera, liebe Leute. Das ist ganz schön schwierig jetzt so. Nee, dahin. Zu gucken. 10 mal 10 Zentimeter. 19 Maschen lese ich da. 10 mal 10 in der Breite. Und in der Höhe lese ich, glaube ich. Uff, keine Ahnung, was da steht. 27 Reihen jedenfalls. Auf 19 Maschen. Ich auf 10 Zentimeter. Ne? Da stehen die 10 Zentimeter. 10 mal 10. Das werden 19 Maschen sein auf diese 10 Zentimeter und 27 Reihen bekommt man auf 10 Zentimeter in der Länge raus. Soll man rauskriegen. Das ist aber kein, das ist nicht für jeden anpassbar. Also ich meine damit, der eine strickt enger, der andere strickt lockerer, ja? Dann nimmt man nicht die gleiche Stricknadelstärke und so weiter und so fort. So, ausgegeben ist sie, ist dieses Garn für 4,4 mm bis 4,5 mm. Ich habe eine 5er-Nadel. Ne, es geht trotzdem damit. Und da steht es waschbar auf 40 Grad. Man darf es sogar reinigen. Man kann es auch bügeln. Yay, aber nur auf eins. So, das war das Garn. Das ist hier Farbe Brut 428. Das ist die Farbpartie. Gut. Alles klar. Dann wollen wir mal loslegen mit den Pullover mit Klaviertasten. Wird bestimmt lustig. So. Anfang kommt mir schon in die Hände geflutscht. Das ist gut. Wollen wir nicht lange suchen. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das ganze Ding hier rum. So. Meine Güte. Dann nehmen wir mal 200 Maschen auf, weil wir stricken in der Runde. Das wird ein Raglan von unten Pullover. Ich nehme jetzt wieder hier meine beiden Nadeln, damit ich gleich besser durch die Maschen komme. Mache jetzt hier meine Anfangsschlinge. Da ist sie. Die hole ich mir erstmal jetzt hier raus. Und schlage per Schlingenanschlag 200 Maschen.
an. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, 17, 18, 19, 20. So, ich denke mal, ihr habt es begriffen, wie der Schlingeanschlag funktioniert. Ich drücke auf Pause und mache die restlichen Maschen weiter. Bis gleich. 200 Maschen sind angeschlagen. Jetzt ziehe ich mir eine Nadel ganz, ganz, ganz vorsichtig raus. Geschafft. Jetzt stricke ich erstmal die Rückreihe, allerdings in rechts. Weil jetzt mit links, nee, das ist tödlich. Also für mich zumindest. Ich stricke die Rückreihe rechts. Und danach stricke ich in Runden weiter. Allerdings kann ich euch das Muster, die Klaviertasten, nicht filmen, weil ich dafür mein Muster, was man im Internet zur freien Verfügung bekommen kann, im Handy habe und mich danach richte, wie das Muster ausschaut, aufgebaut ist. Und aufpassen, dass ihr den Maschenboden unten behaltet. Sonst verdreht sich die ganze Klamotte. Und dann war es das mit gerade hochstricken. Wenn wir eben die Maschen hier auf die Nadel weiter runterschieben. Ihr seht ja, ich mache es alles ganz vorsichtig. Gerade jetzt die erste Reihe ist ein bisschen wackelig und ich verwandle jetzt erstmal die Maschen, die Schlingen zu Maschen, um damit arbeiten zu können. Ich mache das mal schnell alleine weiter, melde mich dann gleich, wenn ich fertig bin. Die letzten Maschen, Schlingen, wo sind wir denn jetzt hier, mache ich jetzt mit euch zusammen. Das sind also ungefähr 20 Stück, werden es sein. Ich achte, wie ihr seht, auch in der Reihe, im Reihenstricken darauf, dass ich hier nichts verdreht habe, dass der Maschenboden
nach unten zeigt. Diese Größe ist bei der Wolle mit 200 Maschen für Größe S bis XL. Weil sich der Pullover wunderschön zusammenziehen kann, aber auch sich wunderbar dehnen lässt. Also von Größe 36 bis Größe 48. 44, 46. Eine 48er passt eventuell auch noch rein. Auf jeden Fall eine 44, 46er auch. Nur, dass ihr da mal so eine Größenangabe habt und wisst, ja, wie ergiebig diese Wolle ist, was man mit der Wolle alles machen kann. Eine Menge, kann ich euch sagen, eine ganze, ganze Menge. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass mir hier nichts von der Nadel rutscht. Und gleich wird zur Runde geschlossen. Warum mache ich das gleich erst? Ganz einfach, weil ich sonst die Maschen nicht unter Kontrolle behalten kann. Ich ganz persönlich nicht. Das mag bei jedem anderen von euch anders sein. Für mich ist es so. Ich stricke lieber erstmal eine Reihe, aber nur diese eine Reihe, und mache dann die Schlingen zu Maschen und dann erst zur Runde schließen. Sonst ist es für mich viel zu viel Frickelei und viel zu anstrengend. Wer das vorher schon beherrscht, herzlichen Glückwunsch. Ich beherrsche das nicht. Ihr könnt es alles immer, jedes Video von mir so machen, wie ihr es gerne möchtet. Steht jedem von euch frei. Ne? Das hier sind ja nur so ein paar Ideen, Anmerkungen, wie auch immer man es nun beschreiben mag. So ein paar, kann man so machen, muss man nicht. So in dem Sinne. So, und jetzt schiebe ich mir das alles hier vorsichtig auf die linke Nadel rüber, und ihr seht, ich muss wirklich gucken, dass hier der Maschenboden unten bleibt, dass der nach innen zeigt jetzt. Ihr seht, wie sich alles immer wieder gerne dreht, ne? Das ist also jetzt nicht so einfach, aber machbar. Ich habe das ja schon öfter gestrickt. Man muss halt eben jetzt gucken, dass das hier alles so gedreht wird, dass das alles funktioniert gleich. Ich mache dieses Wirrwarr mal eben alleine weiter. So, ich hoffe, ich habe jetzt meinen Maschenboden nach innen gelegt oder nach unten gezeigt. Ich habe jetzt wirklich hier alles gemacht, getan, probiert und wie auch immer. Ich schließe jetzt zur Runde. Da liegen halt die Schwierigkeiten direkt in den ersten Reihen. Ist aber kein Grund aufzugeben. Man muss sich da halt ein bisschen durchquälen. Das ist nun mal. Seht ihr ja bei mir jetzt. Na, ich kriege jetzt die erste Masche schon zum Beispiel schon gar nicht voneinander hier. Muss ich schon wieder ein bisschen dehnen, damit ich da durchkomme. Und dann hoffen, dass ich die jetzt hier vernünftig ganz, ganz langsam hier abstricken kann. Und wir stricken dann jetzt auch im Bündchenmuster sofort 2 rechts, 2 links. Jetzt haben wir ja vernünftige Maschen.
Jetzt können wir das Bündchenmuster anfangen zu stricken. Und wieder. Zwei rechts, zwei links. Rechts, links, und das Bündchenmuster geht dann ungefähr ja über 5 bis maximal in meinem Fall 6 cm. Hier muss ich mal eben die Nadel zwischendurch wieder nachziehen. Die will sich auch schon wieder verabschieden. Ja, es ist alles nicht so einfach in den ersten Reihen. So, was haben wir hier? Ah ja, links hatten wir. Dann machen wir jetzt hier wieder rechts weiter und stopp mit links. Ja, wie gesagt, das jetzt über 5 bis maximal, in meinem Fall, ihr könnt es natürlich noch breiter machen, 6 cm. Es ist ja für eine Dame, was ich hier stricke. Gut, ich beende das Video. Bis zur Fortsetzung.